Ich möchte Sie wirklich herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und einige sogar stehen müssen. Nicht, dass sie stehen müssen, aber dass so viele sind, ist Grund für Freude. Ich wollte mal in die Runde fragen, wer kommt aus Thüringen? 30% vielleicht. Wer kommt von außerhalb Thüringens? Gegenprobe? Das sind 2/3, das kommt ganz gut hin, glaube ich. Wer kommt von außerhalb Deutschlands? Auch einige. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ihr werdet hier eine tolle Zeit haben. Ich habe auch an der Uni Jena studiert. Ich habe hier sehr viel kennengelernt für die Leute, die gerne Geschichte wahrnehmen. Und eben jetzt wahnsinnig viele Ausstellungen auch, gerade jetzt zum Thema Zeiss auch an der Uni. Wer Interesse daran hat, nehmt es ruhig wahr. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, die Leute vom SSZ sind wahnsinnig nett, wenn ihr fragt, geht hin. Manchmal dauert es ein bisschen, wenn viele Leute gerade da sind, aber es lohnt sich. Alles Gute, viel Spaß im Studium und herzlich willkommen. Also, guten Tag, ich heiße Xenia, ich komme aus Memmingen. Das ist ziemlich im Süden von Bayern, also die meisten kennen es nicht, die ich hier so getroffen habe. Und ich studiere Englisch und Sozialkunde auf Lehramt. Und ich habe mich für Jena entschieden, weil ich einfach mal raus wollte, um ehrlich zu sein, und weil mich die Kultur hier wirklich sehr interessiert, also gerade Weimar mit Goethe und Schiller. Also ich bin da so ein bisschen literarisch unterwegs, deswegen auch Englisch. Und ja, ich finde es einfach mal schön, was komplett anderes zu sehen auch. Und Jena ist ja auch eine große Stadt, also die kleinste Großstadt Deutschlands, glaube ich. Und ja, es ist eine Großstadt von den Möglichkeiten, die es hier gibt, aber es ist halt nicht so überwältigend wie jetzt München oder so, die halt schon eine riesen Innenstadt hat, wo man sich nicht zurechtfindet. Und deswegen finde ich, hat Jena einfach trotzdem so eine gewisse Wärme. Mein Name ist Moritz, ich bin aus Chemnitz und studiere hier an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Rechtswissenschaften bzw. den Bachelor International Legal Studies. Dass ich Jura studieren wollte, war für mich eigentlich schon immer klar, weil ich mich schon immer für die Fragen der Gerechtigkeit so eigentlich interessiert habe. Und vor allem wollte ich immer irgendwas Internationales machen. Sprachen haben mich auch sehr interessiert. Und vor allem war für mich wichtig, dass ich nach dem Studium auch international was machen kann, in anderen Ländern und so weiter. Und da war Jena eigentlich sofort der Studienort, der dafür in Frage kam, weil dieser Bachelor mit den International Legal Studies in Deutschland so einzigartig ist. Und das findet man meiner Ansicht nach an keiner anderen Uni.